Sagen wir mal, du willst eine Party schmeißen. Und wie wir alle wissen, jede Party braucht eine ausreichende Anzahl an Äffchen. Bisher kommen auf deine Party 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Äffchen kommen bisher auf deine Party. Du hättest aber gerne, dass 18 Äffchen auf deine Party kommen. Die Frage ist jetzt, wie viele Äffchen brauchst du denn jetzt noch zusätzlich, damit du 18 Äffchen auf deiner Party hast? Also, ich schreibe jetzt einfach mal erstmal die Zahl hier hin. Du hättest also gerne 18 Äffchen. Und jetzt können wir beide zusammen überlegen, was du denn schon über die Zahl 18 weißt. Also, die erste Sache, die du bestimmt schon weißt, ist, dass die Stelle hier ganz rechts, da wo jetzt die 8 steht, das ist die Einerstelle. Die sagt dir, wie viele Einer du hast. Und die Stelle links daneben, also die zweite Stelle von rechts, die nennt man die Zehnerstelle, weil die dir sagt, wie viele Zehner du hast. So, also kann ich das Ganze jetzt hier auch anders schreiben. 18 ist das gleiche wie ein Zehner. Richtig, weil in der Zehnerstelle eine 1 steht und darauf kommen dann noch 8 Einer. Und warum kommen da noch 8 Einer drauf? Naja, weil in der Stelle für die Einer steht eine 8. Und das kann ich jetzt auch nochmal anders schreiben, weil, naja, wie viel ist denn jetzt ein Zehner? Ein Zehner ist halt einfach nur 10. Und wie viel ist 8 Einer? Das ist einfach nur 8. Okay, also ist 18, diese 18 hier, ist das gleiche wie 10 plus 8. Also, wenn du schon 10 Äffchen hast, brauchst du also 8 Äffchen mehr. Das Ganze können wir uns ja auch nochmal bildlich anschauen. Ich nehme jetzt mal einfach hier eins von den Äffchen und kopiere mir das. Kopieren. Und dann füge jetzt mal 8 Äffchen ein und wir gucken, ob wir dann bei 18 ankommen. Also, wir hatten schon 10 Äffchen auf deiner Party und jetzt kommt das 11. dazu, das 12., das 13. Ah, jetzt überschreibe ich das hier natürlich. Lass mich das nochmal eben vernünftig hinschreiben. Also, ich radiere das mal hier weg. Zip. Das kommt jetzt hier weg. Wir brauchen Platz für mehr Äffchen. Und dann schreibe ich jetzt dazu, schreibe ich das jetzt hier hin, dass das die Zehnerstelle war. Zehner. So. Also bei 13 Äffchen habe ich gerade aufgehört. Ich kopiere mir nochmal eins der Äffchen. Und dann geht es weiter. Das 14. Äffchen. Das 15. Äffchen. Das 16. Äffchen. Das 17. Äffchen und das 18. Äffchen. So, und wie viel habe ich jetzt hinzugefügt? Naja, das kann ich einfach zählen. Ich habe hier ein Äffchen hinzugefügt, zwei Äffchen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also, nochmal, du wolltest 18 Äffchen haben. Du hast angefangen, lass mich die gleiche Farbe am besten benutzen. Also mit dem Gelb hier. Du hast angefangen mit 10 Äffchen, die hier oben sind. Ich versuche da mal so eine kleine Box drum zu machen. Also diese 10 Äffchen hier wird keine schöne Box, aber du siehst gleich, was ich meine. Das sind die ersten 10 Äffchen. Und dazugekommen sind jetzt nochmal diese 8 Äffchen hier unten. Also nochmal plus 8 drauf. Also 10 plus 8 ergibt eben 18.